Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück beim Citybus Manager in Dortmund. Und ihr seht schon, wir beginnen heute mit einem Speedpart, weil ich einfach Geld brauche. Ich brauche Geld. Ich habe das Riesenproblem. Wir haben es ja in der letzten Episode, habe ich es ja gesagt, Challenge ohne Kredite auszukommen. Und dementsprechend brauche ich immer mehr Zeit, um eben das Geld zu generieren. Vor allem den jetzt, wo ich aktuell nur eine einzige Linie habe und auch nur, ich glaube, drei Busse besitze. Das heißt, ich kann die Linien eben nicht so extrem befahren oder die Linie nicht so extrem befahren. Und ich hatte ja vor, über die Auftragslinien zu kommen, was ich im Prinzip in Basel auch versuchen möchte, aber hier in Dortmund es wahrscheinlich ein bisschen einfacher umsetzbar ist, weil die Aufträge, die ich bisher gesehen habe, sehr einladend sind, wirklich sehr einladend sind, gerade in so einer Stadt wie Dortmund, wo halt ich gesehen habe, dass das Zentrum voll ist mit Point of Interests. Das heißt, wenn ich da ein bisschen unterwegs bin, dann kriege ich diese Aufgabe schnell erledigt, was in Basel nicht der Fall war. Wer es nicht gesehen hat, Basel Stream war ja letzte Woche und der Link zur Playlist auch in der Videobeschreibung. Ansonsten sitzen wir jetzt hier, ich versuche Geld zu machen, immer mal wieder Schichten zuweisen, das Übliche. Ich hole, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Ersatzteile, einfach nur um vorbereitet zu sein, weil ich meine, ich habe einen Platten gehabt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist schon ein paar Tage her, dass ich den Part hier aufgenommen habe. Und ich quatsche ja quasi nur drüber. Ein Problem, das ich sehe, ist diese Pokale. Ich brauche 25 Pokale für die erste Auftragslinie. Und dann 50, 75. Und die Aufgaben, die da aktuell sind, bringen mir zum einen wenig Geld, aber auch wenig Pokale. Wir sehen es, ich verkaufe 775 Fahrkarten mit einem Pokal. Und unten drunter, die bringt mir 4 Pokale, aber dafür müsste ich noch eine eigene Linie erstellen. Um das allerdings machen zu können, brauche ich Busse und um das machen zu können, brauche ich Geld. Das heißt, ich sitze hier und warte eigentlich nur darauf, dass ich eben Geld für wenigstens einen neuen Bus habe. Eigentlich müsste ich die Busse auch vergrößern. Die Linie ist gut besucht. Ich brauche da mindestens einen 55er. Kann ich mir aktuell nicht leisten, weil das Geldproblem immer noch da ist. Zum einen, weil sie dann eben einen größeren Parkplatz brauchen, aber auch teurer sind. Und dementsprechend heißt es viel Warterei. Man kann es nicht ändern. Ich werde mich trotzdem wahrscheinlich jetzt dann hinsetzen und gleich im Realtime-Part wirklich eine neue Linie machen, die halt einfach nur diese fehlenden 6,5% gerade abdecken, damit ich die 4 Pokale bekomme und damit eben die Möglichkeit habe, neue Aufträge zu bekommen oder neue Aufgaben zu erhalten, um dann eben Auftragslinien machen zu können. Anders komme ich da sicherlich nicht voran. Ich brauche einfach das Geld und das kostet gerade Zeit. Hier gucken wir ab und zu mal ein bisschen nach, wie die Busse so laufen, ob da Leute warten müssen und wenn ja, wie viele. Aber es sieht eigentlich relativ okay gerade aus, ist allerdings auch keine so große Verkehrszeit, keine so große Stoßzeit. Da ist es noch einigermaßen machbar, aber gerade morgens sieht man das, da ist viel los. Ja, da ist der Platten, genau, ich erinnere mich. Wurde dann eben repariert, deswegen hatte ich auch ein bisschen auf Vorrat geholt, damit ich darauf reagieren kann. Ja, jetzt wird gewartet, bisschen repariert und geputzt, wie immer. Die Nacht ist bald rum und wir springen dann auch gleich in den Realtime-Part wieder rein. Weil ich habe dann da ein bisschen gewartet. Wir machen 1.000er pro Tag. Jetzt haben wir Samstag, das wird noch ein bisschen schlimmer sein. Da wird nicht ganz so viel Geld rumkommen, weil natürlich weniger Leute farmen. Aber gut, so sieht es eben aus. Wir sehen uns nun im Realtime-Part wieder, wo auf jeden Fall eine neue Linie gemacht wird, damit dieser Auftrag rechts vergrößere deine Linien jetzt endlich erfüllt wird. Willkommen zurück in Dortmund. Ja, Fahrkartenverkauf läuft, allerdings brauchen wir ein vergrößertes Busnetz. Wir brauchen also im Prinzip nochmal in etwa so eine Linie wie hier, streckentechnisch, um eben die 14% zu erfüllen. Da ich weiß, dass wir hier im Auftrag viel Innenstadt haben. Gucken wir mal ganz kurz, wo ist was? Das Schwimmbad ist hier drüben. Das heißt, da werde ich jetzt nicht direkt hinfahren. Die Großmarktschenke ist hier unten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier Richtung Norden fahren. Ja, doch, Norden. Ja, fahren wir mal nach Norden. Nennen wir erstmal Dortmund Nord, weil ich nicht weiß, was da oben potenziell überhaupt an interessanten Punkten ist, weil ich kenne mich in Dortmund halt gar nicht aus. So, wir starten am Hauptbahnhof, wie immer.
Und dann fahren wir hier hoch. Guck mal hier. Wie wäre es dann hier direkt an der Steinstraße am Busbahnhof zu halten? Hier ist schon ein bisschen was los. Point of Interest technisch. Okay, aber das ist doch hier eine offizielle Haltestelle. Ist das Fußgängerzone? Könnte das hier alles Fußgängerzone sein? Hm? Was? Okay, also hier. Jetzt darf ich. Seltsam. Eventuell einfach nur irgendwie blöd gelegen. Ist ja kein Problem. So, über die Kirchenstraße zur Schützenstraße. Ist das hier Flughafen? Nee. Ist irgendwo noch ein Bahnhof? Zumindest sind da sehr viele Schienen. Könnte auch Straßenbahnamt sein oder so. Wie gesagt, ich kenne mich in Dortmund gar nicht aus. Wir haben hier gehalten, also könnten wir eigentlich hier hoch. Und lassen wir ihn hier an der Kante einmal halten. Gehen wir bis hier hoch? Warum nicht, gell? Und lassen wir ihn hier an der Kante einmal stehen. Dann haben wir den AWO-Werkstätten. Ob das schon reicht für die 6,5%, die mir fehlen? Könnte. Aber da wir Nord gedacht haben, gehen wir einfach bis ganz hier hoch. Halten wir hier an der Töpferstraße und dann geht es wieder zurück. Das Problem ist, ich kann jetzt hier nicht wirklich großartig die die Linien bestimmt Bezeichnungen geben, weil ich mich halt da nicht auskenne in Dortmund. Wenn ich jetzt, als ich in Mainz unterwegs war und Wiesbaden, konnte ich so mit den Namen noch einigermaßen was anfangen. Also wenn es eben dann hieß Gonsenheim oder so, dann wusste ich, okay, da bin ich. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Das ist richtig, oder? Ja. Und dann gerade einmal zurück zum Bahnhof. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier einfach nur wie Dortmund Nord nennen soll. Wahrscheinlich schon. Gucken wir mal. Zwei Busse. Erstmal ist das hier wichtig. Um zu gucken, wie weit wir denn gehen, damit ich dann weiß, wie ich die Taktung mache. Ich meine, Wochenends einmal stündlich sollte reichen. Vor allem ist das auch umsetzbar. Oh, ist knapp. Aber es reicht. Es reicht. Wenn ich einmal stündlich mache, am Wochenende, dann kriege ich das mit einem Bus hin. Wenn ich jetzt noch wochentags mache, brauchen wir schon wieder zwei. Aber das bis dahin habe ich noch ein bisschen mehr Geld, dann kann ich mir auf jeden Fall den zweiten Bus leisten. Jetzt gucken wir mal ganz kurz die Linie Signal Iduna Park nach. Die fährt Samstag stündlich. Oh, wir haben die gar nicht getrennt. Guck mal, das machen wir hier mal direkt. Und dann lassen wir die natürlich auch nur stündlich fahren. So. Dann sollte das jetzt einigermaßen gehen.
Und ich hoffe, dass die Linie auch funktioniert. Und dass die mir jetzt die restlichen 6,5% gibt. Ich vermute schon, weil es ist deutliche Strecke, die wir hier abfahren. Und wir haben einige Gebäude mit drin. Sehenswürdigkeiten jetzt eher nicht so, weil die hier im Zentrum eher sind. Aber ich hoffe, dass es reicht. Wenn der gleich losfährt. Und wir sollten jetzt das Geld haben, um uns einen neuen Bus zu gönnen. Guck mal hier. Wir haben, glaube ich, alles zum Reparieren da, oder? Wir haben keinen Motor, keinen Router, das ist nicht schlimm. Keine Keilriemen, keine Klimaanlage, okay, vielleicht doch nicht. Es fehlen 0,6%. Willst du mich eigentlich veräppeln? Oh Mann. Oh, das nervt mich. Dann lassen wir ihn hier rechts hochfahren. Das heißt vom Friedenbaum, genau. Die hier löschen. Die hier löschen. Die hier löschen. Die hier löschen. Und die hier löschen. Und von dem Friedenbaum fahren wir dann hier hoch. Warte, ich mag nicht, wo die Haltestelle da ist. Dann wieder zurück. Dann zu dem. Alles hier durcheinander. Matma. Also. Das Zeche-Ding hier muss weg. Entschuldigung. Wir fahren von Friedenbaum. Den wir jetzt übrigens auch hier hinhalten lassen. Hier hoch. Genau. Von hier aus dann hier hin. Dann hier hin. Da gefällt mir die Linienführung nicht. Dann wieder dahin. Dann hier an der Güter. Und dann zufrieden. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Punkte mit reingemacht. Ich hoffe, das reicht. So. 21. Alles wieder eine Minute hochsetzen. Ah, hier nicht. Oh mein Gott, was ist denn hier los? 47, 50, 53. Knapp. Okay, hoffentlich klappt das jetzt. Hoffentlich reicht das. Lass mal gucken, wie ich jetzt die Prozente verändern. Kriegen wir damit die restlichen 0,6 rein? Oder muss ich einfach noch Zwischenhaltestellen setzen? Die mir dann leider mein Timing ein bisschen durcheinander bringen. Gucken wir gleich mal. Gut, also Gebrauchtbusse. Router brauchen wir nicht. Blinker, Bremsbeläge. Wir haben, glaube ich, keine Keilriemen. Das hatte ich schon mal nachgeguckt. Genau, wir haben keine Keilriemen. Keine Scheibenwischer. Keilriemen sind leider nicht gut.
Möchtest du das bitte annehmen? Wir haben keine Keilriemen. Kann ich mir nicht leisten. Der ist auch zu teuer. Kommen wir nicht mit. Ich kann halt maximal 8 bieten. Das wird er nicht annehmen. Oh, nimmt er sogar an. Cool. Jetzt müssen wir gucken, was fehlt da noch zum Reparieren. Wir haben keine Keilriemen mehr. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Aber wir kommen nicht drum herum. Wir müssen wieder warten, bis wir Geld machen. Wir hängen hier sehr nah am Abgrund. Was das angeht. Muss man mal ganz klar festhalten. Finanziell sind wir da sehr nah dran am Abgrund. Das ist D38-4. Weil das unser vierter Bus ist. Der fährt erst ab morgen die Strecke. Heute fährt er leider noch die Strecke ab. Gut, dann werden wir ab morgen sehen. Aber ich denke, dass wir hier dann aufgrund der Strecke jetzt hier noch eventuell die genug Punkte haben. Sonst muss ich mir doch noch Zwischenstopps irgendwo einplanen. Ich meine, wir könnten bei der Signal Iduna führe 2 Wartungen durch. Das mache ich, das ist kein Problem. Wir brauchen jetzt erst nochmal Ersatzteile. Ein paar hiervon, ein paar hiervon. Motor kann ich mir nicht leisten, Router sind erstmal egal. Guck mal, wenn wir gerade ein bisschen Geld haben, holen wir uns hier von den ganzen Sachen, die wir brauchen, nochmal ein bisschen was. Natürlich kostenlos. So, Signal Iduna Parklinie wird befahren. Warum lässt du eigentlich den Motor dauernd laufen? Das kostet auch Sprit. Ich muss das bezahlen, Junge. Also gut, die beiden Wartungen, Reparaturen sollten kein Problem sein. Bringen uns nochmal $1000, was gut ist. Wir bringen dann 2, dann sind wir bei 15. Mit denen wären wir bei 19, dann würden noch 6 fehlen. Um endlich diese erste Auftragslinie hier zu machen, weil die ist geschenkt. Hier. Verbunden mit einem Bahnhof alle Stunde. Und das ist halt hier Bahnhof dahin. In einer Stunde ist locker machbar. Das ist mit einem Bus geschenkt. Oh. Kommt zufälligerweise. Ja. Er fährt Schicht bis 14 Uhr, dann ist er zurück. Das heißt, er kommt rechtzeitig an, damit ich ihn dann wieder los schicken kann. Das ist schon mal ganz gut. An der Stelle. Eine Wartung wird mit dem durchgeführt. Bei einem anderen haben wir auch eine Wartung. Da ist er. Müssen wir dich warten? Nee, aber wir reinigen dich, bevor wir dich wieder rausschicken. So lange sollte das auch nicht dauern. Warum kannst du nicht eigentlich auch gleichzeitig noch in die Dinge reinfahren? Gut, vielleicht bist du einfach, hast du gar nicht die... Den Führerschein dafür. Das kann sein. Dass du eine Reinigungskraft innen das machen darfst, aber aus natürlich nicht, weil du gar nicht den Busführerschein hast. Das macht Sinn. So, und losschicken. Gut, gut. Beschwer sich über die Ticketpreise. Warum denn? Guck mal, wie günstig die sind. Einzelfahrten werden auch ganz gut angenommen. Kurzstrecken nicht, aber ich finde, Kurzstrecken nimmt man sowieso selten. Also ich habe noch nie eine Kurzstrecke geholt. So, ich können wir einmal reinigen komplett. Weil Kurzstrecken sind halt in der Regel maximal 2-3 Haltestellen. Da macht das für mich persönlich jetzt wenig Sinn, da einen Bus zu nehmen.
Klar, es gibt auch Haltestellen, die eben relativ lange Distanzen zwischeneinander haben. Das kann ich nachvollziehen, verstehe ich auch. Aber trotzdem. So, wir kriegen morgen die Lieferung. Dann kann ich das hier reparieren. Ich hoffe, dass das hier dann auch funktioniert. Da sind wir hier bei einem von zwei Aufgaben durch. Im besten Falle ist das hier dann auch komplett geschafft. Dann haben wir 2, 7, 5. Wir verlieren nochmal, wie wir grundsätzlich Personal, 1200. Ja, 1200 verlieren wir schon mal direkt. Ja, tut mir leid, dass du mit dem Bus eben fahren musst. Such dir ein anderes Busunternehmen, wenn es dir nicht gefällt. Wir geben unser Bestes. Und wir sind ja quasi ein Anfangunternehmen. Ja? Wir fangen ja ganz neu an. Guckt euch das nochmal an hier. Wir haben noch gar nichts. Wir sind quasi noch auf die Subvention des Landes angewiesen. 172%. Auf geht's. Bring den Bus nach Hause. Wobei, der fährt sicherlich noch ein paar Stunden. Ja, beide bis um 9. Wir könnten dich nutzen, wenn es drauf ankäme, aber ich will dich halt schon reparieren können. Das wird morgen um 9 der Fall sein. Dann haben wir wieder... Danke, Julien. Dann können wir im besten Fall am Samstag die erste Auftragslinie machen. Und dann sollte es sich langsam, aber sicher auch in so einem Flow bewegen, dass man eben dann immer weitere Linien bekommt. Weil dann bekommt man natürlich auch diese Aufgaben schneller erlöst, ist ja klar. Wenn man mehr Busse hat, kann man mehr leisten. Der Anfang ist halt das Schwierige. Aber ich denke, das war's für heute. Ich werde wahrscheinlich für die nächste Episode am Samstag nochmal hier ein bisschen laufen lassen, damit wir eben gucken können, ob das hinhaut. Aber für heute war's das erstmal. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Samstag geht's weiter in Dortmund. Und bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.